So, wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe hier zu den Secure Motorfest zur Season 4 Preview. Und ja, es geht ein bisschen um das Thema Lowrider und auch ein bisschen um Tuning, weil wir werden uns den Buick GNX angucken. Ich weiß gar nicht, ob er Regal GNX heißt, aber ihr wisst, wie ich meine. Den werden wir uns heute Tuning hier angucken. Aber bevor wir das machen, wollte ich mir einmal seinen Lowrider Counterpart anschauen, weil von dem Boy gibt es auch im selben Zug als Playlist Reward, nämlich ja zwei umgebaute Lowrider Versionen. Einerseits hier dieser wunderbare grüne, den ihr ja auch im Trailer schon gesehen habt. Den gibt es eine, dann gibt es auch eine blaue Variante. Und diese Fahrzeuge haben auch, ihr seht es gerade nicht, weil ich davor sitze, aber unten diese wunderbare Umschaltfunktion für ihren Fahrmodi. Weil diese Fahrzeuge haben einen Lowrider-Modus und sind also nicht nur, die sehen nicht nur in den Szenen cool aus, sondern man kann ihn auch in der Open World aktivieren und mit diesen Fahrzeugen wunderbar rumhüpfen. Das wollen wir uns auf jeden Fall in diesem Video mal anschauen. Es sind, glaube ich, 5 oder 6 Fahrzeuge in diesem Update, die diese Funktion haben. Es sind alles schon vorgefertigte Lowrider, also das sind keine Fahrzeuge, die ihr krass customizen könnt. Also das hier alles ist so, könnt ihr den Wagen eben fahren. Selbst wenn ihr den Buick GNX customized, könnt ihr ihn nicht in einen Lowrider umbauen. Wie ich schon vermutet habe, sind diese ganzen Lowrider-Fahrzeuge mit den speziellen Features halt vorgefertigte Fahrzeuge, die ihr im Rahmen des Spiels eben bekommen könnt oder eben wie gesagt im Rahmen der Playlist gewinnen könnt, wie zum Beispiel in den beiden Buick GNX Lowrider. Und ich hätte es mir gewünscht, dass wir hier Lowrider Tuning bekommen hätten in dem Umfang wie hier an diesem wunderbaren Buick. Das sieht halt wirklich insane geil aus. Aber wie gesagt, das ist leider für einige vorgefertigte Fahrzeuge. Das sind keine einzelnen Tuning-Optionen, sondern wir müssen damit klarkommen, dass wir da Ivory Tower die Hand drüber lassen müssen. Was ein bisschen schade ist, weil natürlich hätte ich gerne eigenen Lowrider gebaut, muss man fairerweise sagen. Das wäre natürlich cool gewesen. Aber dafür sind diese Lowrider, was den Detailgrad angeht, insane geil gemacht. Das muss man denen zumindest lassen. Da hat Ivory Tower sich auf jeden Fall ausgetobt. So, wir gehen jetzt mal auf B. Wie ihr seht schon, Suspension Mode Static. Der Wagen, ich weiß gar nicht, ob ich dann ihm selber... Oh, kann ich das denn steuern? Will ich gerade? Ah, mit dem Controller, mit dem Stick mache ich das. Ah. Okay, damit kann ich auf jeden Fall hier steuern. Das ist die Static-Variante. Ich glaube, während der Fahrt bleibt dann auch so. Ja, auch während der Fahrt kann ich das dann auch steuern. Das ist alles über den linken Stick, was ein bisschen lustig ist, weil du währenddessen fährst und alles bewegst. Das ist ein bisschen das Problematische. Warte mal, ich muss da gerade kurz mal wegen der Steuerung schauen, ob ich da gerade irgendwas falsch mache. Nee, es ist schon linker Stick. Das ist natürlich dann eine wilde Nummer, weil du während der Fahrt, also du kannst es während der Fahrt so bedingt nutzen. Also es ist halt, wenn ich mit dem linken Stick was mache, ich fahre jetzt zum Beispiel die Linkskurve. Aber der Modus wieder deaktiviert. Ah, okay, er deaktiviert ihn nach der Zeit automatisch. Dann seht ihr, macht er halt hier ganz wilde Nummern, was aber cool ist. Und wenn ich zu schnell fahre, seht ihr, wechselt er automatisch wieder in den Modus. Also wir gehen jetzt mal hier in Static rein und wenn ich jetzt vorne hoch... hier hoch machen und jetzt Gas gebe ab einem bestimmten Tempo. Ja, ab einem bestimmten Tempo wechselt er dann selber in den wunderbaren normalen Modus. Okay, also das ist geschwindigkeitsabhängig, nur eine bestimmte Geschwindigkeit. Heißt, da könnt ihr nur im Stand. Bis 100 km/h könnt ihr mit rum. Sieht dann wild aus, aber ihr könnt es theoretisch machen. Können wir auch mit dem Modus schon springen? Nee, können wir noch nicht. Und dann haben wir Dynamic. Und da seht ihr, können wir mit dem linken Stick reindrücken, auch wirklich. Ich geh ein bisschen weiter weg mit der Kamera. Wirklich springen. Und das ist halt super geil. Linker Stick reindrücken oder eben, wie gesagt, welche Achse ihr haben wollt, mit dem Stick links, rechts. Das ist halt super cool. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das in dem Umfang spielerisch so umgesetzt bekommen. Oh, okay. Er macht auch noch die Hand aus dem Fenster. Mann, er ist so ein cooler Typ. Ich fühle den Mann ja so sehr. Auch wie sehr man das Fahrwerk sieht, ne? Das Fahrwerk ist, glaube ich, auch detailtechnisch ganz geil dargestellt. Ja, das sieht doch echt geil aus. Ja, da haben sich schon echt Mühe gegeben. Da haben sie sich schon richtig Mühe gegeben. Geil, geil, geil. Also, das war ja echt sehr, muss ich sagen. Wie gesagt, es ist nur für einen Teil der Fahrzeuge verfügbar. Aber bei denen, die es haben, haben sie es geil umgesetzt, muss man einfach sagen. Das feiere ich schon sehr. Ja, das ist schon cool. Ich fühle es sehr. Wie gesagt, das gibt es für ein paar der Lowrider. Dementsprechend probiert es gerne mal aus. Kann man auf jeden Fall mit Spaß haben. Also sehr viel Spaß haben, wie man hier sieht. Und vielleicht bringen sie noch mehr Fahrzeuge damit rein. Ich meine, sie haben den ganzen Fahrmodi reingebracht, dass die Fahrzeuge das können. Ich hoffe, dass da vielleicht doch auf Dauer noch ein paar mehr Lowrider ihren Weg ins Spiel reinfinden. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. Ich würde mich sehr darüber freuen. Aber ja, das ist auf jeden Fall der GNX hier in der Lowrider Edition. Und dann gibt es auch noch den Sereno. Also das sind die Westside und Sereno. Das sind die beiden, die ihr eben über die Playlist bekommen. Die haben immer einen leicht anderen Stil. Aber ihr seht, grundsätzlich ist es ein relativ ähnliches Fahrzeug. Aber wir wollen uns jetzt mal um den Wagen hier noch kümmern. Nämlich den GNX selber. Das ist eben die Basic-Variante, auf der das Ganze basiert. Ich liebe den Wagen, muss ich sehr, sehr sagen, seit Fast and Furious 4 war es, glaube ich, mit der
Szene, wo sie die Tanklaster da entführt haben und ja, Dom da ganz entspannt unter einem explodierenden, rollenden Tanklaster drunter hergerutscht ist. Das war eine ganz wilde Szene. Unter dem finde ich den Wagen wirklich, ich finde das Ding absolut optisch richtig, richtig geil. Und er ist natürlich jetzt sehr krasses Kontrastprogramm zu seinem Lowrider-Bruder, den wir gerade hatten, weil das Ding ist eigentlich ja eher so ein klassisches Muscle-Car. Und ja, mit dem werden wir jetzt uns mal ein bisschen austoben und zu gucken, was kann man denn mit dem Tune, wenn es halt kein Lowrider ist. Weil, ne, Lowrider haben wir jetzt gesehen, sieht ganz geil aus. Ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht irgendwie customizable Optionen haben, die so ein bisschen Lowrider-mäßig sind. So, Standardfarbe ist schwarz, lassen wir ruhig auch erstmal so. Und wir gehen mal wunderbar durch. Wir haben schöne Lufteinlässe. Was ist denn das für eine Carbonstruktur? Junge, das ist ja wie so Wassertransferdruck oder so eine Folie, die ich beim Bier in der einen Gasse da auf der S-Motor schon mitgenommen habe. Okay, kein Blower, aber wir schieben den Turbolader einfach kleines Stirn-Up durch die Haube. Okay, es ist sehr krasses Kontrastprogramm zu seinem Lowrider, Bruder. Okay, wir haben schwarze Scheinwerfer, wir haben Lufteinlässe statt Scheinwerfer. Ich glaube, das Tuning am GLX könnte mir gefallen. Die andere Stoßstange ist aber auch geil. Oh, die ist auch gut. Das ist so ein bisschen Nesca-Style, so ein bisschen... Oh. Ich hätte gerne die Lip... Holy fuck, was ist das denn? Dann haben wir einfach Kreuze dann da drin. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum wir ein Kreuz in unseren Grill gepackt haben, aber... ja. Ich habe hier vor das Video mit dem R6 gemacht. Ich muss sagen, ich finde den Buick jetzt schon ein bisschen cooler, weil er halt wirklich sehr fancy Tuning hat. So, drei Kurvenflügel haben wir. Er hat ja original, muss man sagen, gewissermaßen so eine gewisse Kurvenflügelbreitung schon. Er hat ja gewisse Fender schon drauf. Die können wir nochmal in Carbonara haben oder angespackst mit Lufteinlass. Ja, angespackst mit Lufteinlass. Here we go. Felgen. Da lassen wir die Originalen jetzt mal drauf. Die sind schon sehr geil. Seitenschweller. Ich habe keine Ahnung, was ich da geändert habe. Ja, dann machen wir das einfach. Also Carbon sah an der Stelle wirklich wild aus. Ja, hier machen wir natürlich auch angespackste Kurvenflügel. Here we go. So. Okay, beide Flügelvarianten. Weiß ich nicht so ganz, was Ivory Tower in dem Moment alkoholisch zu sich genommen hat. Aber erstmal, was zum Fick ist das hier? Also wirklich, Leute. Nein, also, es ist kein Evo. Und ich muss sagen, ich hätte einen Ducktail eher geführt. Weil ich finde, die Linie ist so geil clean von der Kiste. Und wenn du das hier drauf machst... Ja, das sieht halt aus, als hätte uns ein 5-Jähriger ein Auto gezeigt. Ne, das machen wir nicht. So, oh, okay, Rückleuchten schwarz ist sexy. Oh, Rückleuchten LED ist aber auch sexy. Ja, ich will die Endrohre da unten belassen. Ich finde die ganz cool da eigentlich. Okay, ist auch ganz gut. Duplex. Ich bin ehrlich, ich will meine kann ich meine Auspuffrohre auch da lassen, wo sie sind? Weil die sitzen original eigentlich ganz geil. Ja, kann ich, okay. Dann nehmen wir das hier. Aber die Front hat mich so abgeholt. Jetzt ist es am Heck so langweilig. Ich weiß nicht warum. Ey, gerade so von vorne. So geil. Das Heck so. Ja, ein bisschen zurückhaltender. Ein bisschen sanfter. Weil die anderen Abgaslagen. Sorry, das mache ich halt nicht. Also, wir haben diese coolen indirekten Sidepipes. Das ist schon geil. Wir machen roten Innenraum, Alter. Ich mache hier komplette Puffbude. Wir machen aber wirklich komplett rot. Ist mir egal. Innenstoff. Das ist es einfach. So machen wir das. Boah, sieht aber gut, man muss sagen, von vorne sieht das schon so aus, als hätte er wirklich lächerlich viel Leistung. Machen wir den Slick drauf. Ja, hier sowas. Da muss so ein Slick einfach drauf. So ein richtig bescheuert assiger Reifen. Wirklich so ein bisschen sehr drüber. Da passt auch, muss ich sagen, der Cartoon-Smoke irgendwie zu. Flamme. Ja, irgendwie Spearways passt schon ganz gut. Rot, ja. Das machen wir auch noch rot, weil rot. Mehr rot geht nicht. Ich glaube, hier machen wir jetzt nichts drauf, ne? Das ist alles so wackelig. Die Tentakel sehen da wirklich eklig aus, dass sie wackeln. Und theoretisch müssen wir den Adler machen, weil... Ja, weil es ist ein fucking America. So, und den amerikanischen Stern. Und ich glaube, der Adler dürfte sich jetzt auch mitwehen im Wind. Ich glaube, der ist jetzt animiert mittlerweile. Ja. Okay, die LED-Rückleuchten sind aber... Boah! Und der Turbolader dreht auch, ne? Ja, der Turbolader ist auch am Spulen. Ja, finde ich schon, also optisch ist Tuning schon cool. Vor allem finde ich sehr geil, dass das so, sagen wir mal, sehr kontrastprogrammig zu deinen Lowrider-Boys ist. Ich hätte mir natürlich auch gerne ein paar Lowrider-Teile an dem Auto gewünscht, dass man zusätzlich den Stil so ein bisschen nachahmen kann. Weil das kannst du halt nicht. Wie gesagt, du brauchst halt diese Editions jetzt nicht. Weil die Felgen und so sind alle keine Auswahl. Also, okay, der Adler geht mir voll auf den Sack, wenn ich den mache, ich glaube, wieder runter. Schön, dass es sich mitbewegt, aber der hängt mir so in der Visage die ganze Zeit. Das ist halt schon eher auf die nervige Art und Weise da mir so ins Bild reinrutscht, der Kollege. Aber ja, ich finde es trotzdem cool, da reingucken. Ja, es ist eine coole Kiste. Wie gesagt, einfach so ein Tunes, fühle ich den GNX einfach hart. Ich finde das Ding einfach optisch super cool. Und die Frontoptik vorne finde ich halt passend gewählt. Das wirkt einfach richtig asozial. So muss es sein. Perfekt, so finde ich das wirklich, wirklich gut.
So darf das gerne immer sein. Und wie gesagt, mit den Lowridern kann man auf jeden Fall Spaß haben. Ich hoffe, wie gesagt, dass du da nicht nur bei den beiden fünf, sechs Fahrzeugen bleiben. Ich muss noch mal gucken, wie viele es waren. Sondern da vielleicht das ganze Portfolio da noch ein bisschen erweitern. Weil da würde ich gerne, dass da schon Bock drauf. Das finde ich ein sehr cooles Feature. Im Rahmen der Playlist gibt es da wohl auch ein bisschen was zu tun. Die werden wir uns natürlich auch noch anschauen, die Lowrider vs. Donk Playlist. Da werden wir natürlich auch einen Blick drauf werfen. Und wir haben ja noch ein anderes Fahrzeug, was wir uns auch noch angucken müssen, nämlich den Chevrolet Caprice. Der ja eben ja, die Basis für die Donk-Fahrzeuge ist. Heißt, da werden wir natürlich auch nochmal reingucken. Wenn euch das heutige Video aber gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen rum da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video hier wieder bei Rickshaw Motorfest im Lowrider vs. Donk Update. Hau rein, bis dann und tschüss, tschüss. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.